Und das ist absurd. Er hatte wenig Spielzeit bekommen mit dem klasse Pass auf Tony Gaffney. Das war der emotionale Leader beim Sieg in dem Dreier München vorn. Aber dann kam Berlin immer besser ins Spiel. Allerdings mit einer beherzten Anfangsphase. Die Anfangsminuten gehörten den Berlinern. Gaffney hier exemplarisch der bessere Start für die Bayern. Und viele unten. Es könnte das letzte Heimspiel der Albatrosse in dieser Saison. Bin gleich hinterher. Er verlegt zwar den Korbleger, aber werden Gaffney heute mit einer starken Leistung, so viel kann man jetzt schon sagen, unter den Korb zu bringen. Das Rebound-Duell, ganz wichtig. Bayern eigentlich die deutlich stärkere Mannschaft unter den Brettern, aber die Berliner hielten dagegen. Seinen ersten Punkten in diesem Spiel, lange verletzte Point Guard. Und dann kam die große Tony Gaffney Show im dritten Viertel. Er trug sein Team auf seinen Schultern. Warf alles, was er hatte, aufs Parkett. Und spielt mit einer unglaublichen Energie. 4 Blocks am Ende für ihn. 7 Rebounds. Wacher. Immer besser in diesen Aktionen. Und wieder ist Gaffney vorne. Hier mit dem Block. Aber Kleber setzt nach das Spiel jetzt auf einem extrem hohen Intensitätslevel. Dann die 10 Punkte Führung besorgte hin. Ins Halbfinale einziehen. Die Bayern in Rot verlieren. Die Führung für die Bayern zurück. Tony Gaffney, der so viel Kampf, so viel Leidenschaft in diese Serie gebracht hatte. In diesem Spiel Erfolg. Robinson auf Gaffney. Und der trifft zu seinem 4. Dreier. Und Berlin geht mit einem 3-Punkt-Vorsprung in das letzte Viertel. Spiel 5, das wäre ein Riesenübung. Und er schwor nach dem Spiel seine Jungs gleich ein auf Spiel 3 am Samstag in München. Denn er wusste, mit einem 0-2, da wäre die Serie gelaufen gewesen.